I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute darf ich wieder Produkte vorstellen und zwar diesmal gleich drei. Es handelt sich um drei neue Varianten von dem Kitchen Slider V3. Ihr seht da bei mir diesen wunderschönen weißen unter meinem weißen Thermomix. Den zeige ich euch natürlich auch. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Findet es eben auch da oben verlinkt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Er ist sehr edel. Also es ist einfach ein bisschen eine andere Variante als alle die, was ihr so auf der Wundermix-Seite findet. Schaut euch da mal durch die Gleitbretter durch. Da ist wirklich auch für jeden was dabei. Und jetzt aber zu den neuen. Welche Farben oder welche Varianten sind das? Sie sind in Holzoptik. Das ist einfach so angelegt und das, dass viele eine Holzküche haben und sagen, okay, ich will aber jetzt kein weißes oder kein graues oder auch kein grünes Gleitbrett da rein und ich will ein bisschen was moderneres, was eleganteres. Und da passen diese Gleitbretter wunderbar rein. Und ihr seht, wir haben einmal Nussbaum. Das ist wirklich eins der edleren von den drei. Oder ich würde sogar sagen, das edelste. Dunkles, das heißt jetzt jeder, der sagt, boah, das ist genau meins, das passt genau in meine Küche. Nussbaum, dann haben wir Bambus. Ah, Entschuldigung, Eiche. Ja, Eiche. Das heißt, das ist so mit so einem Rotstich. Ja. Und zu guter Letzt, neben dem, wie gesagt, weißen, das kein Holzoptik ist, sondern so ein Mineralstoff, haben wir noch Bambus. Und Bambus ist für alle, die sagen, wow, ich habe eine dunkle Küche, möchte ein Highlight setzen oder ich habe eine helle Küche, da passt es viel besser rein. Und ich persönlich finde ja, dass es mit diesem Loch in der Mitte einfach nochmal viel mehr hermacht, jetzt allein schon, wenn ich es so anschaue, als das andere. Ich kann euch da im Vergleich nur das zeigen, wo mein schwarzer Thermomix draufsteht, hoppala, dass ihr euch das einfach auch nochmal vorstellen könnt. Und zwar, so, ist das. Und wenn man jetzt die einfach mal vergleicht, ist einfach, das ist auch edel, weil es grau ist. Das ist mein erstes absolutes Lieblingsgleitbrett, das wird auch immer in meiner Küche bleiben. Aber wenn man es vergleicht, ist einfach das ein bisschen stylischer. Das heißt, jeder, der jetzt so sagt, ah, das ist mir fast ein bisschen zu klobig, ich will was Leichtes, Schlichtes, Eleganteres, nimmt das. Das heißt, ihr habt wirklich auf der Wundermix-Seite sehr viele Möglichkeiten, was jetzt euer perfektes, passendes Gleitbrett angeht. Und schaut einfach einmal jetzt auf Instagram vorbei. Es wird sich für drei Personen lohnen, reimt sich sogar, weil ich werde diese drei Gleitbretter auch verlosen. Das heißt, diese drei schönen Stücke grillen einen neuen Besitzer, Besitzerin. Und dafür müsst ihr aber einfach beim Gewinnspiel teilnehmen. Das wird auf Instagram stattfinden. Und dann könnt ihr gleichzeitig auf Instagram bei Wundermix mal vorbeischauen, weil die haben so einen netten Post nach dem Motto, welcher Gleitbretttyp du bist, der Purist oder eben der mit dem Farbklecks in der Küche. Also schaut da einfach einmal vorbei, ist ganz witzig. Und genau, vielleicht findet ihr nur den passenden Gleitbrett-Style für euch heraus, für euch und eure Küche. Es muss natürlich reinpassen, wer ganz auf schlicht und einfach steht, nimmt weiß. Also von dem her könnt ihr hier da komplett euren Wünschen noch jetzt in diesen vier Farbtönen mit drei davon Holzoptik einfach für euch das Richtige rausfinden und euch dafür entscheiden. Ihr findet natürlich auch den Link zu den Produkten und alles, was für euch wichtig ist, findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Bei Fragen könnt ihr mich natürlich kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall. Kundenservice von Wundermix ist auch tipptopp. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo Anliegen, Probleme habt, wendet euch wirklich einfach direkt dorthin. Die helfen euch mit allem weiter. Super schnell, super einfach, unkompliziert und sehr freundlich. Genau, wenn ihr, wie gesagt, Wünsche, Anregungen habt, lasst es mir wissen. Und ich wünsche euch dabei nur alles Liebe und freue mich, wenn ich euch schon was Neues wieder zeigen darf. Tschüss und viel Glück beim Gewinnspiel an alle, die teilnehmen. Also schaut's vorbei, auch der Link wird unten in der Videobeschreibung sein. Tschüss und danke fürs Zusehen. Wrong.
cause you're trying to stay strong.